Das Tor der Illusion. Zur selben Zeit befand sich der Sensei auf einem Podest auf dem Marktplatz von Geldnot. Der Marktplatz war mit Fahnen, Girlanden und bunten Blumen geschmückt, die sich über den Köpfen der Bürger befanden, die sich um das Podest versammelt hatten. In den hinteren Reihen zum Schloss befanden sich Musikanten mit Geigen, Violinen und Querflöten, die in fröhlichen Melodien aufspielten und so den neuen Lord bei seiner ersten öffentlichen Rede begrüßten. Nachdem die Musikanten die ersten Titel gespielt hatten und langsam Ruhe einzukehren schien, erhob sich der Sensei und sprach: Liebe Mitbürger, heute ist mir eine ganz besondere Freude, euch willkommen zu heißen. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, es aber bereits erahnten, ich bin der neue Lord Vince, der Lord Tralala in seiner bedauerlichen Abwesenheit vertreten wird. Wo ist der Lord? Was ist mit ihm geschehen? Schrie ein Mann aus der Menge. Wir wissen es nicht genau, doch wir wissen, wo er zuletzt war. Bei Erastu, der Universität der Illusionisten. Angeblich führte er Krieg gegen sie. Doch mir wurde von mehreren Getreuen berichtet, dass er, nachdem seine Armee und damit so viele von den Leuten, die ihr liebtet, geschlagen wurde, er sich aus Angst mit den Illusionisten verbündet hat und nun plant, Geldnot anzugreifen. Wieso sollte er das tun? Fragte eine Frau. Das kann ich euch nicht sagen. Natürlich könne der ehemalige Lord wieder in Frieden hierher kommen, seinen alten Posten wieder aufnehmen und euch wieder ausbeuten. Doch ich lasse das nicht zu. Lange genug habt ihr und auch ich unter seinem Joch gelitten. Lange genug haben wir alle auf das Nötigste verzichtet. Und wofür? Dafür, dass er unsere Liebsten in den Tod geführt hat. Wollen wir uns das bieten lassen? Wollen wir ihn einfach so ziehen lassen? Es herrschte eine betrübte Stimmung. Alle Bürger dachten an ihre Not und an ihre Väter, Brüder und Söhne, die in den sinnlosen Krieg um Leben gekommen waren. Und jedes Gemüt pochte vor Zorn. Der Sensei sah das alles in ihren Augen und wusste, dass er sie genau da hatte, wo er sie haben wollte. Weshalb er sprach: Oder bieten wir ihm die Stirn und setzen ihm endlich den Gnadenstoß und damit allen Leid ein Ende. Die Masse war einen Moment still. Doch dann erhoben sich die Arme in die Luft, begleitet von den gekreischten: Ja! Und dann bitte ich alle Männer, die genug Mut in den Knochen haben und eine Waffe führen können, sich morgen bei Sonnenaufgang am Lieferanteneingang am Schloss einzufinden. Dort werdet ihr neue Weisungen bekommen. Und jetzt, liebe Freunde, aus Richtung Schloss kamen zwei große Wagen, die jetzt von zwei Schimmeln gezogen wurden, voller Bierfässer und zwängten sich durch die Menge, bis sie vor dem Podest waren. Trinkt, bis ihr glücklich seid. Heute ist wahrlich ein Grund zu feiern, denn heute ist der Anfang einer neuen Ära der Gerechtigkeit und Freiheit. Die Musikanten begannen erneut zu spielen. Es war ein Lied, das schnell und fröhlich war und Füße zum Tanzen anregte. Die Wagenlenker rollten derweil die Fässer herunter und zapften diese an. Und sofort waren die Bürger vor Ort, um ihren Durst zu befriedigen. Der Sensei saß vergnügt auf seinem Stuhl und beobachtete die ahnungslose Masse, die er so glaubwürdig und erfolgreich überzeugt hatte. Einer der Wagenlenker kletterte durch das Podest hoch. Unter der grauen Kapuze, die er trug, war schemenhaft sein Gesicht zu erkennen. Es war Yuzi, der sich neben den Sensei stellte. Dieser war nicht überrascht, obwohl er in eine andere Richtung schaute, hat er ihn wohl bemerkt. Was gibt es, Yuzi? Sensei, es ist etwas Seltsames vorgefallen. Das Schloss bebte kurz und aus euren Gemächern war eine seltsame, merkwürdige Stimme zu hören. Wir haben gelauscht, doch dann war nichts mehr zu hören. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Ein Beben, sagst du? Nun, du kannst es nicht wissen, aber ich habe in meinen Gemächern einen Freund, der uns bei unserer nächsten Schlacht unterstützen wird. Er ist ein großer Magier und wird uns nützliche Dienste erweisen. Das wusste ich nicht. Was soll ich jetzt tun? Geht wieder zurück und verhalte dich so, als wäre nichts gewesen. Ich kümmere mich selbst um meinen Gast. Yuzi nickte und verschwand in der Masse. Der Sensei zog sich einen grauen Mantel an und sprang dann von der Bühne und quetschte sich durch die Massen in Richtung Schloss. Dort angekommen, nahm er seine Kapuze ab, damit ihn die Wächter erkennen konnten. Sie ließen ihn passieren und er begab sich in sein Gemach. Es war ein schönes Zimmer, das in ein leuchtend Gelb erstrahlte und es so wie Gold aussehen ließ. Das Zimmer maß etwa 7x7 Meter und hatte an der Wand gegenüber der Eingangstür zwei große Fenster, die viel Sonnenlicht in den Raum ließen und vor denen schemenhaft, ja fast hypnotisch, zwei weiße Schleier wehten. An der Wand rechts der Tür war ein Kamin, der aus hellem Marmor war. Links befand sich ein großes Himmelsbett, das ebenfalls in Weiß und Gelb gehalten war. Der Boden selbst bestand aus marmornen Karos, in der Mitte ein goldener Kreis war. Einige braune Schränke hoben sich von dem Rest des Raumes ab und boten Platz für viele Kleider und noch mehr Gegenstände.
Auf dem wunderschönen Bett saß der Mann mit der weißen Kutte, der zufrieden das Amulett des Rock streichelte. Ist das bequem? Fragte der Sensei. Ja, sehr. Ich habe euch gar nicht reinkommen hören. Antwortete der Mann bewegungslos. Wenn dem nicht so wäre, wäre ich wohl kaum ein guter Shadow. Der Sensei setzte sich neben den Mann. Also, habt ihr das Amulett entschlüsseln können? Oh ja. Kam daher das Beben? Ich vermute. Schaut aus dem Fenster. Der Mann stand auf und stellte sich vor das linke Fenster. Der Sensei stellte sich neben ihn, während der Mann seinen Arm ausstreckte und auf einen Berg deutete, der spärlich mit Nadelbäumen bewachsen war. Einige der Bäume waren umgekippt und hatten eine Schneise in das Tal geschlagen. Seht ihr diesen Berg? Selbstverständlich. Ich schaue ja genau in die Richtung. Was für eine dumme Frage. Dass ich eure Art nicht leiden kann, hatte ich schon erwähnt. Wie dem auch sei. Als ich die Formel sprach, die auf dem Amulett stand, begann der Berg zu beben. Was schließt ihr daraus? Unter diesem Berg muss Rock sein, der Richter der Erde, dessen Macht so groß ist, dass er Armeen bezwingen und Städte verschlingen kann. Ein Wesen so hoch wie 5 Häuser, mit Armen so breit, dass sie mit einem Hieb einen Wald entwurzeln können. Ein Wesen, das... Wollt ihr es heiraten oder deswegen schwärmt ihr so davon? Außerdem habt ihr mir das ja schon alles erzählt. Findet ihr es nicht beeindruckend? Beängstigend trifft es wohl eher. Das ist ein ausgemachtes Monster, kein Kuscheltier. Wie könnt ihr nur so ergriffen davon sein? Fasziniert es euch denn nicht, dass ein einziges Wesen stärker sein kann als eine riesige Armee und all seine Kraft ist in einem so kleinen Ding gebannt? Er hielt den Sensei das Amulett vor die Augen. Ehrlich gesagt nein. Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe eine Waffe, ein Werkzeug, um an Macht zu gelangen. Und wisst ihr wieso? Er drückte den Arm des Mannes herunter, der das Amulett hielt und lehnte sich mit seinem Kopf nah an den Seinen. Weil es seine Waffe ist. Dieses Wesen kennt weder Gut noch Böse. Es handelt bloß auf Befehl, wie eine Marionette. Er ergänzte der Sensei und lehnte sich wieder zurück. Der Mann war still und Schweigen erfüllte den Raum. Der Sensei setzte sich auf das Bett und sprach dann zu dem Mann, ihr könnt die Marionette also tanzen lassen, ja? Ja. Tönte es gelassen von dem Mann am Fenster. Dann haben wir ja fast alles. Ein Monster, das für uns die Grobarbeit erledigt und morgen dann auch noch eine Armee, die sich um die Feinheiten kümmern wird. Bereitet euch vor, wir werden in 2 Tagen in der Früh aufbrechen, mit Ziel Erastu. Morgen Mittag werdet ihr und ein paar Großmeister, die die Leute in Schlacht führen werden, zu mir kommen. Ich werde euch dann unsere Strategie erklären. Wie ihr wünscht, doch was ist mit diesem Seki? Seki? Ach ja, der untalentierte Schüler. Wir haben für ihn keine Verwendung mehr. Es ist mir egal, was mit ihm geschieht. Der Mann drehte sich zum Sensei um. Aber ihr sagtet, er würde uns helfen. Das hat er auch. Seinetwegen hat er Lord die Universität attackiert und uns somit 2 Vorteile gebracht. Einmal Geldnot samt Schloss und bald schon die Universität. Beides haben wir ihm zu verdanken und er weiß es nicht einmal. Solltet ihr nicht dankbar sein? Spielt das eine Rolle? Ob ich ihn danke oder nicht, die Dinge bleiben wie sie sind. Findet ihr denn gar keine Scham? Scham ist ein Gefühl, das ich mir nicht leisten kann. Ihr im Übrigen auch nicht. Ich möchte nicht weiter darüber diskutieren. Mein Volk wartet schon auf mich. Der Sensei stand auf und verließ den Raum. Der Mann drehte sich zum Fenster und sprach zu sich selbst. Sein Volk? Menschen sind so naiv. Wie können sie nur so jemanden als Herrscher akzeptieren? Bedeutet ihnen denn leere Versprechungen mehr als große Taten? Sie beschweren sich darüber, dass sie keine Freiheit haben. Wie wollen sie Freiheit erlangen, wenn sie akzeptieren, dass jemand über sie herrscht? Seki wurde durch ein sanftes Rütteln von Lombus geweckt und öffnete seine Augen. Na, heute wohl mal lange geschlafen? Fragte Lombus. Nein, ich war schon einmal wach, aber ich hatte mich dann noch einmal hingelegt. Wie spät ist es denn? Es ist bereits früher Nachmittag. Warum hattest du dich noch mal hingelegt? Ich war erschöpft. Lombus, der bis dato leicht über Seki gebeugt war, setzte sich auf sein Bett und sprach mit einem leichten Grinsen. Du hast wohl den Illo-Zauber ausprobiert? Ja, er ist sehr anstrengend. Vor allem, wenn man mehrere Illusionen zugleich ruft. Ihr wisst davon? Ach Junge, ich war doch auch mal jung und experimentierfreudig. Wie viele hast du erschaffen? Nur 2 Knieschießt und dann wurde mir schwindelig. Wieso nur? 2 sind für den Anfang mal recht viel. Die meisten Schüler haben schon mit einem recht viele Probleme. Du bist ein Talent für Magie. Lass dir das von jemandem gesagt sein, der es wissen muss. Danke, aber müsst ihr heute wieder bei den Aufräumarbeiten helfen? Ja, es ist noch viel zu tun. Und was ratet ihr mir für heute zu üben? Einen neuen Zauber? Du beherrschst Telekinesis, Chamäleon und Illo, richtig? Ja. Das solltest du vorerst genügen. Du solltest dies weiter üben und verbessern. Aber es sind nur 3 Zauber. Von Abertausenden, aber es spielt keine so große Rolle, wie viele Zauber du beherrschst. Viel wichtiger ist, dass du sie gut beherrschst. Wie gut beherrschst du sie denn?
Naja, also, die Telekinese beherrsche ich, denke ich, schon recht gut. Nicht gut genug. Ich erinnere dich an den Schnitt, den du dir bei den Übungen zugezogen hast. Das war ein Unfall. Im Ernstfall dürfen solche Unfälle nicht passieren. Solange musst du den Zauber üben. Und Kamel und Ilu beherrschst du auch nur gerade in ihren einfachsten Grundlagen. Ich habe es ja kapiert. Ich werde üben, okay? Gut, ich gehe dann jetzt hinunter. Sollte irgendetwas sein, du kannst immer zu mir kommen. Er stand auf und verließ das Zimmer. Seki streckte sich erst einmal und setzte sich dann auf Lamus Bett und dachte nach, welche Zauber er üben sollte. Er entschied sich für Chamäleon und deswegen stellte er sich an die Wand und schloss seine Augen, um sich zu konzentrieren. Dann sprach er Chamäleon leise aus und innerhalb von 10 Sekunden war sein ganzes Äußeres identisch mit der blau-grauen Wand. Er öffnete die Augen, um sich zu betrachten. Seine Haut war genau in derselben Färbung wie der Rest, doch diesmal blieb sie so und veränderte sich nicht. Seki wartete einige Minuten, da er erwartete, dass das Ocker seiner Haut wieder hindurchscheinen könnte, doch dem war nicht so. Er bewegte sich jetzt langsam schleichend mit der Wand am Rücken, vorwärts, stets darauf konzentriert, seine Farbe nicht zu verändern. Dann erreichte er den dunkelbraunen Holzschrank, in dem Lombus seine Kleider aufbewahrte. Seki schloss wieder seine Augen, um seine Konzentration zu verstärken. Dann schob er langsam seine Hand auf den Schrank, während er sich vorstellte, wie diese die Farbe von ihm annimmt. Er öffnete leicht die Augen und sah, dass es ihm gelungen war. Die Handfläche, die auf dem Schrank verharrte, war ebenso braun, während der Rest seines Körpers immer noch im Blaugrau der Wand erschien. Wieder schloss er seine Augen und stellte sich an die Ecke, die durch den Schrank gebildet wurde, der an dieser Stelle am Schrank war. Anstrengend konzentrierte er sich auf die Veränderung der Umgebung. Doch als er die Augen öffnete, sah er, dass sein Körper wie immer aussah. Diese Übung hatte seine Konzentration wohl überstiegen, doch er wollte es nicht bei einem Versuch verlassen und stellte sich also wieder an die Wand. Als er wieder ihre Farbe angenommen hatte, begann er sich wieder auf den Schrank zu bewegen. Als er die Hand abermals auf den Schrank schob, ließ er dabei seine Augen offen, damit er sich mehr auf die Veränderung der Umgebung konzentrieren konnte und nicht so viel Konzentration auf die Vorstellung des Schrankes verwenden musste. Es gelang ihm, denn seine Hand wurde langsam braun und sah genauso aus wie der Schrank. Jetzt schob er sich auf die gleiche Weise in Zeitlupe auf den Schrank zu. Es erforderte viel Konzentration, den Zauber aufrechtzuerhalten und stetig anzupassen. Doch diesmal gelang es Seki. Während er sich langsam von der Wand an den Schrank bewegte, änderte sich seine Oberfläche in ein dunkles Braun, das perfekt an den Schrank angepasst war. Dann trat er von dem Schrank weg und beendete den Zauber. Diese Übung wiederholte er einige Male und sie gelang ihm immer besser. Am Ende war er so gut, dass sein Äußeres nur etwa 3 Sekunden brauchte, damit es die Farbe von der Umgebung annahm. Seki war zufrieden und beschloss nun, den Ilu-Zauber noch einmal zu üben. Er wusste nicht wieso, doch aus irgendeinem Grund machte es ihm richtig Spaß, diese Illusion zu rufen. Er erinnerte sich noch gut daran, wie anstrengend es war, die kleinen Wesen unter Kontrolle zu halten, weshalb er sich darauf beschränkte, erst einmal nur eins zu rufen. Er schloss also seine Augen, konzentrierte sich und sprach nach etwa 30 Sekunden Ilu, woraufhin ein Knieschi erschien. Er ließ ihn durch den Raum fliegen und navigierte auch durch enge Passagen, wie durch die Lücke zwischen Bett und Boden, die dadurch entstand, dass das Bett auf kleinen Beinen stand. Auch ließ er den Knieschi unter seinen Arm und zwischen seinen Beinen hindurchfliegen. Dabei machte ihm auch eine hohe Geschwindigkeit keine Probleme, sodass er das Wesen immer sicherer durch den Raum leitete. Das alles machte Seki keine Probleme, weshalb er nun dort weitermachen wollte, wo er heute früh gescheitert war. Er schloss die Augen und rief noch ein Knieschi zu seinen Diensten. Er spürte die große Anstrengung, die dies mit sich brachte, doch er spürte auch, dass es nicht so anstrengend war wie heute früh. Er hatte noch nicht einmal Kopfschmerzen, weshalb er nun beide Knieschis durch den Raum fliegen ließ. Erst flogen sie synchron in gleichen Bahnen. Doch dann ließ er sie auch unterschiedliche Bewegungen machen. Dies funktionierte alles gut, und da er auch noch nicht annähernd erschöpft war, wollte er jetzt auch noch einen dritten Knieschi rufen. Dies tat er auch, und als er ihn erschaffen hatte, spürte er auch schon die ersten Anzeichen seiner Erschöpfung. Sein Kopf begann zu brummen und es wurde ihm auch leicht schwindelig. Er wartete noch einige Sekunden, dann brach er den Zauber vor Erschöpfung ab. Es war mittlerweile auch fast dunkel geworden, weshalb sich Seki hinlegte und einschlief. Im Thronsaal des Schlosses von Geldnot waren viele Leute an einer großen Tafel versammelt, die extra für die morgige Versammlung angeschafft worden war. Der Sensei saß an der Stirnseite, die sich nahe am Thron befand, während die anderen 6 Männer, die alle in Schleichkleidung gekleidet waren, sich links und rechts vom Sensei gesetzt hatten. »Also, wie sieht es aus, liebe Shadows? Was haben eure Nachforschungen ergeben?«, fragte der Sensei. Der erste Mann zu seiner Linken antwortete, »In der Taverne seid ihr das heißeste Gesprächsthema. Wenn man den Trunkenbolden Glauben schenken darf, werden sie wohl alle vor euch in die Schlacht ziehen.«
Hoffentlich wissen sie, dass ich meiner Truppe kein Freibier verschenke. Gut, weiter? Der zweite Mann zur Linken ergriff das Wort. Auch in den Straßen spricht man von euch. Vor allem das Weibsvolk findet eure Einsetzung gut. Sie versprechen sich von euch ein besseres Leben und hoffen, dass ihr die Lösung für ihre Hungersprobleme habt, weshalb sie zu euch stehen. Haben sie keine Angst, dass sie ihre Männer und Söhne im Krieg verlieren könnten? Sie würden lieber sehen, wie ihre Männer und Söhne im Krieg erstochen werden, als wenn sie mit anschauen müssten, wie diese verhungern. Ein gutes Argument. Wie sieht es mit den restlichen paar Wachen von Tralala aus, die jetzt in meinem Dienst stehen? Nicht sehr gut. Sie sind erbost über die heftige Krieg an den Lotte, die ihr heute auf dem Marktplatz losgelassen habt. Sie glauben nicht, dass der Lord tot ist und hoffen auf seine Wiederkehr. Sie dienen euch zwar, doch sobald der Lord auftauchen, würden sie sich gegen euch wenden. Antwortete der dritte Mann zur Linken. Undankbares Pack. Dann werden sie in der Schlacht die Front bilden. Und wie steht es mit unseren eigenen Männern? Der erste von rechts antwortete: Sie bejubeln euch und euren Erfolg. Sie würden euch bis in den Tod und darüber hinaus folgen. Das hört man gerne. Weiter? Wir haben uns zusammen das Umland angesehen, sprach der zweite, der zur Rechten saß und zeigte dabei auf seinen Nachbarn. Alles ist unverändert. Scheinbar hat niemand von außerhalb von euren Aktivitäten erfahren. Nicht einmal die Bauern, die ihre Felder dort haben, haben von eurer Amtseinsetzung etwas erfahren. Sie erzählten uns, dass sie nur selten in die Stadt kämen und deswegen Neuigkeiten immer als Letztes erfahren würden. Wir haben ihnen dann von euren Plänen und Versprechungen erzählt, aber sie sind misstrauisch. Nur aus welchem Grund? Sie vertrauen euren Versprechungen nicht. Sie glauben, dass ihr genauso wenig taugt wie euer Vorgänger. Damit kann ich leben. Ich bin nicht auf sie angewiesen. Und sonst noch etwas? In der Runde herrschte Stille und alle Beteiligten schüttelten zaghaft mit dem Kopf. Gut. Ich danke euch erst einmal für eure Dienste. Ihr könnt euch amüsieren. Wenn ich euch brauche, lasse ich es euch wissen. Die Schätze nickten kurz mit dem Kopf. Dann standen sie auf und verließen den Saal. Der Mann mit der weißen Kutte kam hinter einem lilanen Wandteppich hervor, der genau hinter den Thron hing, um das Loch, das bei der Beschaffung des Amuletts entstanden war, zu überdecken. Er setzte sich neben den Sensei und sprach: Es sieht gut aus, nicht wahr? Ja. Die misstrauischen Bauern kümmern mich nicht. Und auch die Wachen des ehemaligen Lutz werden mir bald keine Sorgen mehr bereiten. Seid achtsam, was die Wachen angeht. Es ist gefährlich, mit einer Armee in den Krieg zu ziehen, deren Loyalität nicht euch gilt. Ach, babalabab. Der Sensei winkte ab und sprach weiter: Jedermann ist loyal, wenn hinter ihnen eine Reihe bewaffneter Männer steht. Deswegen werden wir die Wachen ja auch die Front bei dem Angriff auf die Universität bilden lassen. Oder gar, weil sie gutes Kanonenfutter abgeben für die Geschosse und Illusion der Magier? Das ist das eigentliche Grund, nicht wahr? Der Sensei grinst verwegen. Da habt ihr mich wohl ertappt. Jetzt kommt bestimmt wieder eine eurer berühmten Moralpredigten, nicht wahr? Nein, diesmal nicht. Die Wachen bedeuten mir nichts, denn sie folgen bereitwillig den verbliebenen Geist des Lords, selbst nach dessen Verschwinden oder Tod. Man möchte sich für sie direkt schämen. Ist ja gut. Schon übermorgen sind wir sie los. Wir treffen uns morgen früh wieder. Erinnert euch sicher an die geplante Beratung? Ja, sprach der Mann. Dann stand er auf und lief zu den Gemächern des Senseis. Was für ein komischer Vogel. Aber er ist wie ein Sohn zu mir. Frech, unhöflich und undankbar. Die Nacht hielt über Pleitiamtran Einzug. Doch schon bald wurde sie von den kräftigen Strahlen der Sonne verdrängt, die am Horizont aufging und Seki weckte. Dieser stand sogleich auf und sah, dass Lombus noch fest schlief. Er schlich deshalb leise aus dem Zimmer heraus und begab sich in den Hörsaal, wo er nach einem deftigen Frühstück sich wieder dem Studium seiner Zauber widmen wollte. Er begann mit der Telekinese, die er in letzter Zeit recht selten geübt hatte, und ließ sein Buch, das auf dem Rednerpult lag, zu sich schweben. Dann ließ er es quer durch den Raum fliegen, durch die engen Gänge zwischen den Reihen und schließlich auch unter die niedrigen Bänke hindurch, ehe er es langsam neben sich auf die Bank gleiten ließ. Dann lenkte er seine Konzentration auf einen Stapel Zettel, die auf dem Rednerpult standen, und ließ sie zu sich schweben. Er nahm sie in die Hand, blätterte sie schnell durch und stellte fest, dass sie nicht beschrieben waren, weshalb er sie wieder zu dem Pult schweben ließ. Dann hob er mit seiner Telekinese einen Stift in die Lüfte, der ebenfalls auf dem Rednerpult lag, und schrieb mit ihm auf den obersten Zettel. Er versuchte das Wort Telekinese zu schreiben, und als er fertig war, holte er den Zettel zu sich, um sein Werk zu begutachten. Es war zwar eine krakelige Schrift, doch man konnte es entziffern. Nun ließ Seki einen anderen Zettel mitten im Raum schweben und holte den Stift dazu, um auf es zu schreiben. Dabei ließ er jedoch Zettel und Stift durch den Raum fliegen.
Als er fertig war, schaute er sich wieder den Zettel an und stellte fest, dass man diesmal nicht mehr von lesbar sprechen konnte. Man musste schon wissen, was das Wort bedeuten sollte, um es zu erkennen. Er zerknüllte die zwei Zettel und ließ sie mittels Telekinese in den Papierkorb, der hinter dem Rednerpult stand, fallen, während er den Stift zurück auf das Rednerpult fliegen ließ. Das alles erschien ihm recht einfach und er war stolz auf seine Leistungen, wenn er betrachtete, wie schwer es für ihn am Anfang war, nur einen Stift zu bewegen. Er wollte weiter üben, doch womit? Er schaute sich im Hörsaal um. Das Pult konnte er nicht nehmen, denn er wusste, dass es festgeschraubt war. Ansonsten fand er nichts, was er hätte bewegen können. Er schaute nach unten, um nachzudenken, dann hob er seinen Kopf langsam nach einigen Sekunden, packte mit seinen Händen die Bank, auf der er saß, stand leicht auf und hob sie an. Nun richtete er seine ganze Konzentration auf die Bank vor ihm. Nach einigen Sekunden hob sich diese einige Millimeter vom Boden, doch dann schwebte sie bald über einen Meter in der Luft. Seki spürte, dass das Gewicht der Bank seine Konzentration sehr beanspruchte, doch er hatte genug Erfahrung, um zu wissen, dass er noch lange nicht an seinen Grenzen war und unbesorgt weiter üben konnte, weshalb er sie gemächlich in einer Kreisbahn durch den Hörsaal schweben ließ. Als der Kreis vollendet war, bewegte er die Bank kurz vor sich, sodass er sie mit der Hand berührte. Er zog langsam an ihr, da er herausfinden wollte, wie sehr die Einwirkung einer äußeren Kraft seine Konzentration beanspruchen würde. Erst zog er zaghaft, doch er spürte keine Veränderung, sodass er etwas mehr Kraft aufwendete, wie als wenn er jemand kräftig die Hand schütteln würde. Daraufhin nahm seine Konzentration, die durch Üben schon etwas beansprucht war, merklich ab. Er spürte das Ziehen seiner Hand so, wie als wenn etwas versuchen würde, sein Gehirn aus dem Kopf zu ziehen, weshalb er die Bank losließ und sie wieder vor sich in ihre Ursprungsposition absetzte. Er stand auf und lief zum Gang. Dort angekommen, presste er sich an die Wand, konzentrierte sich einige Sekunden mit geschlossenen Augen und sprach dann Chamäleon, woraufhin er die blaugraue Farbe der Wand nach wenigen Sekunden annahm. Er bewegte sich langsam an der Wand entlang im Pivopu, ein Schleichschritt, den er in der Shadow-Gilde gelernt hatte, um sich an Wänden lautlos zu bewegen. Der Vorteil gegenüber einem normalen Schleichschritt besteht darin, dass durch das Anpressen an die Wand die Silhouette des Körpers optisch scheinbar mit der Wand verschmilzt, wodurch der Anwender weitaus schlechter gesehen werden konnte. Der Nachteil besteht allerdings darin, dass man sich in diesem Schleichschritt nur langsam bewegen kann. Seki hatte diesen Schritt lange genug und im Geheimen geübt, da er eigentlich nur Fortgeschrittenen vorbehalten war. Doch er hatte es sich von diesen abgeschaut. Die Kombination von diesem Schritt mit dem Chamäleon-Zauber erwies sich als äußerst effektiv, denn Seki sah aus wie ein transparenter Nebel, der langsam seine Bahn an der Wand entlang zog, ohne auch nur ein kleines Geräusch zu verursachen. So erreichte er die Tür zu Lombus' Raum, die in ihren dunkelbraunen Farbton kaum von der Wand zu unterscheiden war. Seki bewegte sich langsam auf sie zu und zeitgleich nahm sein Äußeres die Farbe der Tür an, sodass er, als er vor ihr stand, ebenfalls in den dunklen Braun erschien. Auch spürte er die Anstrengung langsam, die sich auf seine Konzentration legte und ihm ein Gefühl der Müdigkeit aufzwang, und auch die Kopfschmerzen begannen langsam einzusetzen. Seki schlich noch eine Bahn hin und her, doch dann hörte er auf, da die Kopfschmerzen ihn Sorge berieten und er es nicht übertreiben wollte, weshalb er beschloss, sich wieder zum Schlafen hinzulegen, um seine Kräfte zu erfrischen. Er ging zu Lombus' Tür und öffnete sie leise. Er spähte hinein und sah, dass Lombus noch am Schlafen war, woraufhin Seki die Tür hinter sich schloss und sich ebenfalls hinlegte. Es dauerte nicht lange, ehe seine Augen zu fielen und er einschlief. Währenddessen stand die Sonne hoch am Horizont über Pleitiam dran. Jutze stand auf einem hölzernen Podest, das vor dem Markt errichtet worden war. Vor ihm stand eine Hundertschaft von Männern, deren entschlossenen Gesichter man entnehmen konnte, dass sie bereit waren, den Sensei gehorsam zu folgen und gespannt auf Jutzes Ansprache warteten. Jutze trug ein leichtes Kettenhemd, das bis zu den Knien über seiner Lederhose hing. Ein kleiner, ebenfalls lederner Helm bedeckte seinen Kopf. Jutze wartete einige Minuten und vergewisserte sich, dass er die Aufmerksamkeit der Männer hatte. Dann sprach er mit erhobener Stimme: Danke, dass ihr euch heute hier versammelt habt. Der Lord ist stolz auf euch, ihr, die trotz eurer ärmlichen Umstände und all den Verraten durch den alten Lord euch dennoch dazu entschlossen habt, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Yutze. Ich bin ein guter Freund des Lords und zugleich Oberbefehlshaber seiner Streitkräfte, zu denen ihr euch ab heute zählen könnt. Ihr werdet feststellen, dass euer Vertrauen belohnt werden wird. Am heutigen Tag werdet ihr eure Ausrüstung bekommen und in die Grundlagen des Kampfes eingewiesen werden. Denn schon morgen werden wir Erastu und die Universität der verräterischen Illusionisten angreifen müssen, bevor diese zu stark sind und sich wieder neu formieren können. Folgt dem Lord, folgt mir,
Folgt den Befehlen. Und ich kann euch versprechen, dass eure Familien schon bald wieder ein Leben in Wohlstand und Ehre führen werdet. Seid ihr bereit? Die Masse antwortete mit einem lauten Ja! Woraufhin Yuzhe weitersprach: Dann folgt mir in das Schloss. Dort werden euch einige unserer Leute ausrüsten und trainieren, während ich selbst noch zum Lord gehen werde, um mit ihm die Taktik für die Mwokie-Schlacht zu planen. Yuzhe wandte sich von der Masse ab, stieg vom Podest und lief Richtung Schloss. Die Meute folgte ihm dicht, wie ein Schatten, wenn die Sonne fast in ihren Zenit steht. Als sie das Eingangstor, hinter dem etwa ein Dutzend Shadow warteten, des Schlosses durchschritten hatten, trennte sich Yuzhe kommentarlos von der Meute, indem er weiter über den Hof Richtung Thronsaal lief, während die Männer von den Shadows auf die rechte Seite des Hofes geführt wurden. Dort waren 12 Tische aufgestellt, hinter denen verschiedene Ausrüstungsgegenstände standen, wobei an jedem Tisch nur eine Ausrüstungsart zu finden war. So befanden sich hinter dem ersten einfache Unterhosen, hinter dem zweiten die dazu passenden Hosen, hinter dem dritten ein Lederwams, der als Basisoberkörperschutz ausgegeben wurde. Auf diesen Stand folgten 9 weitere Stände, bei denen die 9 Rekruten weitere Rüstungsteile und zuletzt eine Waffe erhielten, wobei die Auswahl der Waffen bescheiden klein ausfiel, sodass die 9 Rekruten nur die Auswahl zwischen Lanzen, Schwerter und Schilden oder Pfeilen und Bögen hatten. Neben jedem Tisch wehten etwa 4 Meter hohe Fahnen, welche eine schwarze Grundfläche hatten, die von einem roten Rand umgeben war, wobei ein lilanes Emblem auf ihr deutlich hervortrat. Es sah aus wie ein dreiblättriges Kleeblatt ohne Stiel, doch es ähnelte eher einem Tribal, da die vermeintlichen Blätter lange Ellipsen waren und sie deutlich getrennt voneinander waren. Das alles, obwohl sie sich überschnitten, da von ihnen nur der Rand zu sehen war, sodass die schwarze Grundfarbe in ihnen zu Gesicht kam. In ihrer Mitte bildeten sie, aufgrund der Überschneidung, ein gekrümmtes, scheinbar gleichseitiges Dreieck, dessen untere Seite leicht zur oberen Spitze gedrückt erschien, sodass die Seite keine Gerade mehr, sondern eine halbe Ellipse war. An der Innenseite der Mauer, welche sich etwa 10 Meter hinter den Ständen befand, hingen Banner herab, die genauso wie die Fahnen aussahen, nur dass sie 2 statt einen Wedel hatten. Sie zeigten dasselbe Motiv, welches sich der Sensei als Zeichen seiner Herrschaft auserkoren hat, um für all seine Macht und allgegenwärtige Präsenz deutlich zu machen. Die 12 Shadow begaben sich hinter die Tische und gaben den Männern den Befehl, sich in einer Reihe aufzustellen, was diese auch taten. So durchlief jedermann jeden Tisch und erhielt seine Ausrüstung, die er gleich darauf anzog. Währenddessen hatte Yuzhe bereits den Thronsaal erreicht, wo bereits auf ihn gewartet wurde. Er setzte sich an die große Tafel, an der bereits die anderen Großmeister sowie der Sensei nebst dem Mann in der Kutte saß, zur Rechten des Lords. Als Yuzhe Platz genommen hatte, sprach der Sensei: Gut, da ihr jetzt alle da sind, können wir mit der Besprechung anfangen. Oder gibt es bereits im Vorfeld Fragen? Ja, warf Yuzhe ein. Wer ist der Mann in der Kutte? Er ist keiner von uns. Oh, das habe ich fast vergessen zu erwähnen. Der gute Mann hier ist zwar keiner von uns, aber gewiss einer für uns. Er wird in der Schlacht eine entscheidende Rolle spielen. Die da wäre? Yuzhe, was weißt du von der Universität und deren Taktiken? Naja, eigentlich nichts, nur dass... Der Sensei unterbrach ihn mit leicht erhobener Stimme. Und genau das ist das Problem. Du weißt nichts. Wieso also wagst du es, an meiner Beurteilungsgabe zu zweifeln? Yuzhe wurde etwas unsicher und antwortete: Das würde ich nie tun. Es ist nur... Was? Er ist kein Shadow. Mir fällt es schwer, ihm zu vertrauen. Zudem kann ich nicht verstehen, wieso gerade er eine so wichtige Rolle spielen soll. Ich meine, er ist nur ein Mensch, so wie alle. Der Sensei schüttelte ungläubig mit dem Kopf, während er mahnend sprach. Yuzhe, du bist ein wirklich guter Führer und Kommandant. Aber manchmal frage ich mich, ob du ziemlich kompliziert oder einfach nur dumm wie Brot bist. Es ist oft ein Einzelner, der die Geschichte ändert. Nimm als Beispiel mich. Ich habe mit einfachen Tricks dieses Schloss eingenommen und den Lord besiegt. Oder betrachte Seki, falls er noch lebt. Er allein zog die Angst des Lords, der im Übrigen als Einzelner den Untergang seiner Armee entschied, auf sich. Und er allein ist die Ursache, dass wir jetzt hier sind. Wobei ich allein diesen einfachen Plan schmiedete. Und dieser Mann hier neben mir, er allein hat die nötige Macht, um die Universität zu erobern. Wir schaffen es nicht ohne ihn. Woher sonst nimmst du den Glauben, dass wir morgen die Universität einnehmen könnten? Denken wir doch mal logisch. Die durchschnittliche ausgebildeten Truppen des Lords, welche im Übrigen noch über Atro-Reiter sowie unabdingbare Belagerungsmaschinen verfügten, haben die Universität nicht einnehmen können.
Und da sollen wir, trotz der Tatsache, dass uns diese Mittel fehlen, siegen? Wir haben weder Torreiter noch Belagerungsmaschinerie. Und schau dir unsere sogenannte Armee an. Das sind keine Soldaten. Das sind ein paar hungernde Bettler, denen man eine Rüstung angezogen und eine Waffe in die Hand gedrückt hat. Von Ausbildung kann hier keine Rede sein. Denn wir geben ihnen nur einen Tag dafür. Was kann man da schon lernen? Yuzhe's stark anmutendes Gesicht hatte sich während dieser Ansprache in Trübsinn gewandelt und verunsichert auf seines Irrtums sprach er: Nicht einmal alle Grundlagen. Aber doch, wie wollen wir trotz dieser negativen Umstände siegen? Das, genau das ist die Frage, die wir erklären wollen. Darum lassen wir jetzt zum Wesentlichen kommen. Ich habe gesicherte Informationen über den Zustand von Erastur nach der Belagerung. Sie haben keine nennenswerte Verluste erlitten, doch der linke Turm ist eingestürzt. Allerdings ist die Universität, zumindest rein theoretisch, momentan nur von der Luft aus angreifbar, da sie einen alten, starken Zauber gewirkt haben, welcher das Meer um sie herum gelegt hat. Und wie sollen wir dann eindringen? Sie werden wohl kaum uns dabei zuschauen, wenn wir eine Brücke oder etwas ähnliches bauen. Richtig. Das ist der Punkt, wo mein Freund hier ins Spiel kommt. Er hat eine kleine Überraschung für die Illusionisten. Der Mann in der Kutte holt das Amulett hervor, welches er streichelte, während sich auf dem Gesicht des Senseis ein breites Lächeln legte. Auf einmal war ein Beben zu hören, gefolgt von einem Rütteln des Bodens. Hä? Was war das? Rief einer der Großmeister, weil diese aufstanden und den Mann, welcher neben dem Sensei sitzen geblieben war, erschrocken anblickten. Der Sensei deutete nur nach rechts zu einem Fenster, woraufhin die Großmeister dorthin liefen und hinausblickten. Der Sensei nickte dem Mann zu, welcher gleich darauf das Amulett drückte und augenblicklich trat Rock vor das etwa 5 Meter große Fenster und blickte mit seinen ebenso großen Augen hindurch. Während die Großmeister ängstlich einen Schritt zurücktraten, wobei der Sensei sprach: Das ist die Überraschung.